letzte Woche wieder. Das war mein Galapagos-Hut. Ach, du musst, glaube ich, einen Schritt zurück. Hallo, liebe Freunde, wir sind mal wieder hier bei einer neuen Folge von Catfish unterwegs. Und heute wartet schon das nächste Highlight auf uns. Wir fahren nach Bielefeld zum Create Music Festival. Und da machen wir jetzt ein Fernsehkonzert heute Abend. Und wir ersparen euch diesmal die erschreckenden Bilder vom letzten Mal, wie wir uns in das Auto gequetscht haben. Weil wir einige Zuschriften von Fans gekriegt haben, dass sie ein bisschen Platzangst beim Zuschauen gekriegt haben. Das wollen wir natürlich vermeiden, dass sie mit Schweißausbrüchen vor dem Computer sitzt. Bis der Simon alles eingepackt hat und wir dabei zugeguckt haben, zeigen wir euch nochmal ein paar bewegte Bilder von unseren ersten Aufnahmesessions, die wir jetzt die Tage veranstaltet haben für unsere neue CD. Wir melden uns dann später nochmal. Hast du auf Play? Ja, also auf Play. Warte, nicht auf Aufnahme. Jetzt kommt die Bass. Du sagst mir, wann Bass, wann Und zwar am Ende hatte ich nämlich gedacht, ja, man kann das bestimmt, es gibt bestimmt irgendein Plugin. Das war ein schneller Ziel. Das ist schnell. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es machen kann. Auf der Aufnahme wäre es vielleicht witzlos, weil es billig klingt. Ne? Ja, auf der Aufnahme. Da würde ich immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Saftiges Ende und dann gut. Und wenn du Scheiße spielst, dann komme ich auseinander. Meine Aufgabe ist richtig. Du hast dich zu konzentrieren, Junge. Mach doch mal beide zu konzentrieren. Ja, du musst jetzt arbeiten hier. Ich will heute nicht arbeiten hier. Wo gewinnen wir keinen Grammy? Ja. Wo bezahlen wir dich denn? Der erste Bambi. Das ist so geil. Ey, sind jetzt in der Kritze hier weg. Scheiße, Mann. Auf Play vielleicht. Nee, wär's mal mit einer Petition bei Haribo, dass sie mal mehr Lakritze damit reinpacken, ey. Okay, Entschuldigung. Ja. Fertig? Jetzt Bass. So, wir sind jetzt hier nochmal wieder auf der Fahrt nach Bielefeld, schwer dabei. Und wie ihr seht, wir haben diesmal unglaublich viel Platz hier. Ich versuche hier noch ein bisschen die Aufnahmen auszusortieren, was sich ein bisschen schwierig gestaltet während der Fahrt. Und ich habe den Laptop ein bisschen voll gekrümelt mit meiner Laugenstange ab. Nein, alles in Ordnung. Sind wir bald da? 2,54 Minuten noch. Muss doch irgendwo ein Schild sein. Gerr. Kanal 20, Fernsehen aus der Nähe, da steht's. Ich hab mal einen Horrorfilm gesehen, da sah das ganz ähnlich aus. Da ging es um serbische Kriegsverbrecher, die in einem Wald, in einem verlassenen Fabrikgelände Frauen misshandeln. Das sah ungefähr so aus wie hier. Ja, Kanal 21, da links. Direkt vor der Türe. So, dann gehen wir mal rein. Ach, das ist ja richtig ordentlich. Was ist das für vier Leute teilen? Und wir sollen jetzt erstmal unsere Sachen aufbauen, weil wahrscheinlich wir jetzt letzte Woche also hier ist jetzt schon leer getrunken worden. Wir sind zu spät. Ja, cool. Dann mal los. Ja. Bauen wir mal auf, ne? Da wird mein Hut so da reingequetscht. Ja, den muss ich. Das sieht aus wie so ein Zigeunerbaron hier. Wo ist die Toilette?
Toilette ist nach vorne, auf der linken Seite. Wo ist der Backstage-Bereich? Jetzt hier. Hier. Ah ja, ich suche die Toilette. Ja, du musst geradeaus durchgehen und dann links und dann kurz wieder hängen. Hallo. 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 Ich bin Johannes. Hallo. Hallo. Ich kenne mich sehr. Wie seid ihr? Alle vier. Ich bin noch voll. Du willst ganz gerne dabei mitmachen. Ja, back then it seemed a lie. Not always is the future bad. Tipptopp, der super Kaffee. Dann erklär mal bitte, wie diese Kaffeemaschine. Taste drunter, drück auf Start und dann kommt der Kaffee raus. Die werden erst noch geerntet, geröstet und gemahlen im Boden. Steigt, will man sagen. Ja, geil, ne? Nein, heute mache ich's. Heute zerschlage ich eine Gitarre auf den Boden. Aber nicht meine. Ja, den hässlichen gelben Bastard. Das ist der Hammer, ne? Dass ich da nicht hinschaue. Ich sag's nur, weil das merkt man wirklich. Das merkt man richtig. Okay, wir wären dann soweit. Does it seem? What's happening?
skip around. Fate spins the big wheel, goes round and round and round. Your whole life's an orgy, all around and round again. Wie fühlt man sich nach dem erfolgreichen Auftritt? Ich fühle mich sehr müde. Ich bin gebadet, aber es hat Spaß gemacht. Das war geil. So, liebe Fans, hoffentlich hat diese Ausgabe von Catfish unterwegs gefallen. Wir packen jetzt noch zusammen und dann werden wir uns fürchterlich betrinken. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Nächstes Jahr mit ganz vielen tollen Auftritten. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Je nachdem, was ihr gerade so macht. Jetzt kannst du das Ding auch. Das schneide ich sowieso, das weißt du nicht.